Yo, hi Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in diesem Video werde ich den guten Ricky Mania interviewen. Hi Ricky. Hallo. Du bist echt ein Let's Player, den ich schon lange kenne und auf dem Ricky Mania Kanal hast du mit Let's Plays angefangen, soweit ich weiß. Und irgendwann bist du auf Twitch rüber gewesen noch und ich finde es gerade bei dir so voll interessant zu sehen, wie du damals mit YouTube angefangen hast. Soweit ich weiß, hattest du nicht das beste Equipment und das beste Internet, oder? Ich hatte alles beschissen. Bei mir war alles scheiße. Ich hatte ja früher, also ich war ja durch den Wohnwagen geschuldet und so, ich hatte ja früher so einen Laptop gehabt. Und der Laptop war scheiße, denn durch das Internet, also im Wohnwagen war halt auch kacke, bis ich das immer verbessert. Also es war wirklich, also die Anfänge waren katastrophal. Da war wirklich denn, okay, ich will ein Video hochladen. Ja. Okay, ja, gut, 8 Stunden, ja, wenn ich jetzt schlafe, schaffst du ein Video hochzuladen. Das war schon wirklich eklig. Boah, und du hast es trotzdem durchgezogen. Ich hatte Bock. Ja, Mann. Und wie war das so auf Twitch? Weil du warst ja schon relativ früh auf Twitch unterwegs und ich glaube, da waren auch einige Streams von dir sehr verpixelt, oder? Ja, angefangen hatte ich auf Hitbox ja damals, noch ganz, ganz früher. Ah. Und musste auch auf Hitbox streamen, weil ich hatte damals einen Delay immer gehabt. Hitbox war ja früher immer sehr delayfrei, somit, dass du quasi instant streamen konntest und so. Mhm. Aber auf Twitch war bei mir Delay, glaube ich, fast 5 Minuten oder so. Und das Internet war wirklich, ich habe teilweise mit, ich weiß nicht, du streamst ja wahrscheinlich auch selber. Mhm. Mit 100er Bitrate gestreamt. Also, es war wirklich schon katastrophal. Das war schlimm. Aber es war so, weißt du, wenn du so abends nach Hause kommst oder so, es war so dein Safe Space, weißt du, kommst an und so und machst dann so. Oh, es war einfach stream schön geil. Ja, glaube ich. Aber imagine, so jemand raidet dich und dann bekommt der Raider das erste nach 5 Minuten mit, wie du dich bei dem bedankst, so. Uff. Also, ich hätte mich damals nicht gehostet. Du hast ja gesagt, dass du dann nach Hause gekommen bist und Twitch oder YouTube war so dein Space, wo du dich wohlgefühlt hast oder wo du dich halt zurückgezogen hast. Was hast du dann in dem Moment noch gemacht? Gingst du da arbeiten, wo du mit YouTube angefangen hast oder wie war das so? Ich war ja, ich komme aus einer Schauspielerfamilie. Mhm. Also ich halt ne, viel Jahrmarkt, viel Crepe, etc. Ja. Und damals war ich halt noch sehr hart eingebunden, hab noch der Familie geholfen und dadurch warst du halt teilweise wirklich, ja, dann bist du um 9 Uhr losgefahren, bist um 9 Uhr abends zu Hause angekommen. Mm. Und dann habe ich halt manchmal noch so 2 Stunden einfach hauptsächlich noch YouTube-Video gemacht oder streamen oder so, weil Krass. Das einfach für mich so zum Runterkommen war. Also, ich weiß sogar noch, ich glaube, ich kenne dich seit 2014, wo Mario Kart 8 released wurde für die Wii U und ich glaube, du warst dann irgendwo in dem Zeitraum dann bei einem 24-Stunden-Stream bei Volo. Ich glaube, es war so und dann warst du einfach als Gast dabei und dann dachte ich so, oh, dieser Ricky Mania, der kann echt gut als Gast kommentieren und dann habe ich halt erfahren, ja, du machst auch YouTube. Da kennen dich auch einige Leute, unter anderem, weil du halt Auftritte hattest, sei es jetzt zum Beispiel bei Volo oder bei Mogi oder auch bei anderen YouTubern, gerade bei GTA-RP, bist du ja auch Großvertreter. Irgendwie, ich als Zuschauer habe jetzt nie so groß erfahren, wie es auf einmal dazu kam, dass du in die GTA-RP-Schiene wie hineingerutscht bist. Wie ist das so zustande gekommen bei dir? RP an sich mache ich jetzt seit 2016, also 6 Jahre jetzt schon mittlerweile. Krass. Ich bin ja, also meine YouTube-Anfänge waren ja so, ich bin dann irgendwie in diese Nintendo-Szene, aber ich bin ja, spiele ja immer noch, ich spiele immer noch Nintendo. Ne? Also, aber ich bin irgendwie so in die Szene reingekommen und dann kam das irgendwie mit Volo zustande. Mhm. Und durch das Ganze mit Volo, denn die, ja, hier, pass auf, ich mache so 24 Stunden Mario Kart Stream, habe ich mich so ein bisschen reingedrückt. Mhm. Und dann war, okay, cool, läuft. Dann ging es immer weiter und dadurch habe ich immer Blocky kennengelernt. Blocky kennst du ja bestimmt auch noch, ne? Safe, ja. Und Blocky hatte damals auf UGC, hieß das Ding, ARMA-RP gespielt. Also ARMA 3. Ist es so ein GTA-Server, sorry? Nee, gar nicht. Also ARMA 3 ist ein anderes Spiel. Ach, sorry, ja, ARMA, ja. Es ging halt, also ARMA 3. Mhm. Und da gab es auch Roleplay, das gab's vor GTA. Ah. Und dann haben wir damals da GTA, also ARMA 3 gespielt, habe ich gesehen. Und dann dachte ich, das ist eigentlich ganz cool. Und habe mich dann damals da beworben und dann da seitdem, kurz vor der EM 2016 habe ich angefangen, also kurz nach der EM 2016 habe ich angefangen. Und seitdem spiele ich Roleplay. Oh. Also nicht nur GTA, sondern halt generell Roleplay. Und dann hat sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und ARMA 3 war halt so ein bisschen so, ja, es ist immer noch schön, ich würde es auch immer noch spielen. Aber es sind natürlich weniger Leute drauf gewesen, weil natürlich GTA diesen Hype hatte. Und irgendwann sind wir dann einfach alle, zusammen mit meiner Gruppe denn da, nenne ich es mal, einfach auf GTA gewechselt. Ah, lol, okay. Ich glaube, ihr habt auch einen eigenen GTA-Server mittlerweile aufgebaut, oder nee? Ja, wir sind einer mit der tatsächlich größten Server, Unity Live. Oh, okay. Und den führen wir jetzt seit 2000, also da haben wir früher auch ARMA drin gehabt, also den Server an sich gibt es jetzt 2019. Mhm.
Und seit Anfang 2020, März ungefähr, haben wir GTA. Also, aber so einen Server aufzubauen, das generell einen Server halten zu können, das kostet schon Geld, oder? Ja, wir sind eine Freundesgruppe, die das macht. Das ist ein Master-Teil mit drin, da sind andere Streamer mit drin, Freunde. Ja. Das ist halt wirklich ein Freundesprojekt und den zahlen wir aus eigener Tasche. Du musst aber halt wirklich auch halt die Mods bezahlen, ne? Also die Sachen, die drauf sind. Also du hast ja verschiedene gemoddete Sachen. Gemoddete Klamotten, gemoddete Gebäude, gemoddete dies, dann die Teamspeak-Lizenz, das Frontend, das Backend, das Support. Also wir sind ja, also wir, die Community an sich erfasst gerade 42.460 Mitglieder. Was? Ja, sind einer mit der größten. Und wir haben also zu Primetime haben wir um die 400 gleichzeitigen Spieler. Boah, das ist heftig, okay, krass. Soweit ich weiß, war ja eine Sache bei dir schon immer so ein großer Traum, eventuell eines Tages selbstständig davon zu sein. Und ich glaube, du bist mittlerweile selbstständig mit dem Ganzen, oder? Seit 2020. Das ist schon 2 Jahre her dann. Wie ist das so deine Arbeitslaufbahn dann gewesen? Ich meine, du hast deinen Eltern damals ausgeholfen mit Krebs machen oder generell Dinge zu verkaufen, Dinge herzustellen. Das ist sogar in Hamburg gewesen, oder? Voll bei diesem Spot, ich weiß, Hamburger Dom, oder? Ja, genau, da waren wir bis 2012 haben wir mit Verlosung gestanden, also mit 16 Meter Losbude. Und dann halt mit kleineren Sachen immer wieder zwischendurch. Dann sind wir aber irgendwann umgezogen, also meine Mutter und ich, so, weil wir haben gesagt, okay, pass auf, sie wollte sich ein bisschen zurückziehen von dem Ganzen, weil das auch für sie mittlerweile ein bisschen zu viel ist, alles, wo ich sage, okay, verstehe ich. Dann sind wir nach Friedrichstadt damals gezogen, das ist ja oben in Husum, das ist so ein kleines Dörfchen. Da hat sie jetzt einen eigenen festen Laden und so, und dann habe ich gedacht, okay, pass auf. Dann suche ich mir jetzt einen Job, habe dann beim Bäcker gearbeitet eine Zeit lang bis 2020. Und dann hatte ich damals Kaya Janar kennengelernt. Und dadurch ist das Ganze ein bisschen und ja, seitdem kann ich mich da glücklich schätzen, sagen, ich kann das selbst machen. Aber davor lief es ja auch schon gut, soweit ich weiß. Ich meine, du warst auch schon in dieser GTA-RP-Gruppe unterwegs, wo auch große Streamer am Start waren. Ich glaube, dadurch haben dich auch einige Leute entdeckt. Und damals lief es auch eigentlich schon gut. Oder waren die Einnahmen sehr schwankend? Ja, also die Einnahmen sind immer schwankend, generell auch jetzt noch, ne? Ja. Also ohne Product-Placements, wo du sagst, du hast fest deine Sachen, ist das eh, ich nenne es mal, unmöglich in meiner Größe sonst das selbstständig zu machen. Ist das einfach. Aber damals, so klar, also was hatte ich denn da? Also wenn du mal überlegst, früher 2,50 pro Sub, dann hast du 500 Subs gehabt. Das ist schon gutes Geld. Aber die Hälfte von dem, was du hast, nimmt sich immer Vater Staat. Ist so. Steuern. Und deswegen war es, also bis 2020 war es tatsächlich, ich nenne es mal, unmöglich gut davon zu leben. Ah, okay. So, und auch mal was zurückzulegen und so. Und deswegen habe ich gesagt, pass auf. Dann habe ich gemerkt, okay, es wird besser. Habe es dann tatsächlich noch ein halbes Jahr probiert. Also ich habe noch ein halbes Jahr weitergearbeitet beim Bäcker. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sehe, es geht und es ist auch steigend. Das ist okay, so davon kann ich leben. Und jetzt ist es so, klar, es ist jetzt ein bisschen eingefahren. Ja, ich nenne es mal Anführungsstrichen, Hype ist weg und so. Ja. Aber es ist auf einem Level, wo ich sagen kann, nee, ich habe ein gutes Gehalt davon. Ich kann davon gut leben. Ich bin ja mittlerweile auch verlobt. Mein Verlobter und ich können davon gut leben. Also es ist okay. Ja, es war schön zu sehen, so diese Entwicklung. Und weißt du noch so damals, wo du halt mit YouTube angefangen hast, wie hast du damals dann diese Internetprobleme überhaupt behoben? Es gab dann, Gott sei Dank, irgendwann das Angebot von Telekom, dass sie da überall Internet und Glasfaser verlegen. Ich sage, ja, hier! Ah! Und dann ging es langsam los mit, okay, da am Wohnwagen war tatsächlich Glasfaser irgendwann gelegt. Die hat irgendwann eine 1000er Leitung, war geil. Dann nach Friedrichstadt gezogen, da war auch gutes Internet, da habe ich ja dann zeitlang bei meiner Mutter noch gewohnt und habe dann im Gartenhaus, habe ich das dann ausgebaut, da gibt es ja auch alles Roomtours und so, das Gartenhaus ausgebaut und habe dann da drin erstmal gestreamt, da war auch gutes Internet. In meinem kleinen Haus, was ich damals hatte, war auch gutes Internet und hier in Hamburg ist auch gutes Internet. Also das war wirklich, sobald ich denn das Internet hatte von der Telekom mit Glasfaser war, bomb, läuft. Gott sei Dank. Internet ist schon eine wichtige Sache, so wenn man gerade YouTube und Twitch durchziehen will. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann am Ende auch so oft umgezogen bist? Wie gesagt, erstmal war dieser Umzug nach Friedrichstadt hin und dann sagte ich immer so, ey, pass auf, ich würde gerne wo eigen wohnen. Hatte dann ich weiß nicht, ob du überhaupt bei mir da Familie so ein bisschen drin bist, so. Hatte dann immer so ein kleines Haus gehabt und das war ganz, ganz billig. Ich hatte da 300 Euro Miete. Oh, was? So. Und dann habe ich gesagt, okay, das schnappe ich mir jetzt, gönn dir. Das war wirklich geil. Also ich hatte 2 Zimmer, oben eins, unten eins, aber so großes offen und es ging für mich alleine was top. Ne? War es die Wohnung mit dieser Dachschräge oben, wo du dort aufgenommen hast? Ja, genau. Da waren quasi, die hatte ich für 300 Euro im Monat.
krass. Da dachte ich, jawohl, die nehme ich mir. Zwei Badezimmer, einen kleinen Hinterraum draußen. Okay, gönne ich mir. Für mich alle war top. Ne? Ich konnte davon leben, ich musste nicht viel Miete bezahlen. Bisschen Wasser, bisschen Strom, scheiß drauf. Und es war direkt nebenan meiner Eltern. Das heißt, ich konnte aus dem Fenster schrecken und sagen, Mama, ich brauche Toast. Oh. Da gibt es sogar auf Twitter ein Video. Da habe ich, mein Stiefvater hat mich gefragt, ey, hast du noch Toast? Und am Außenfenster habe ich ihm das Toast geschmissen in seinen Garten. Wie gut. Ja, das war dann mein erster Umzug, wo ich dann quasi dann da alleine gewohnt habe endlich. Und dann habe ich halt meine jetzige Verlobte kennengelernt. Mhm. Und dann ging es irgendwann so, habe ich den Alan Harper gemacht. Das hieß so, ja, ich fahre für 2 Wochen nach Hamburg. Ja. Und seitdem bin ich hier. Lol, okay. Und dann hab ich halt bei ihr erstmal gewohnt. Mhm. Das war aber Altbau und dann hatten wir Probleme mit den Nachbarn, zwecks meiner Lautstärke und abends streamen und so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, pass auf, wir suchen uns zusammen jetzt eine Wohnung. Und seitdem sind wir glücklich hier in dieser Wohnung. Na, das hört sich doch voll gut an. Und du hattest ja, soweit ich weiß, auch verschiedene Jobs, hast du schon gesagt. Du hast halt deinen Eltern ausgeholfen und dann bist du noch zu der Bäckerei gegangen. Gab es noch irgendwelche Dinge dazwischen? Nö. Also es war immer Eltern aushelfen und der Bäcker. Der Bäcker war halt Teilzeit. Konnte ich mir halt, also hartes Klingen leisten mit damals Streaming und das. Also wo ich noch keinen Erfolg hatte, konnte ich halt vom Streaming gut die Wohnung bezahlen. Und hab dann halt den Bäcker gemacht, teilzeitmäßig, um halt noch nebenbei ein bisschen Kohle zu haben und ein bisschen was zurückzulegen auch und so. Weil man hat ja dann irgendwie Führerschein gemacht und wir ein Auto kaufen und das und das und das. Und halt, und dann an freien Tagen, wenn dann halt wirklich viel los war bei meinen Eltern oder so, weil die hat jetzt einen Eisladen und einen Imbiss und trotzdem immer noch so kleinere Veranstaltungen gemacht in der Nähe. Habe ich denn halt mitgeholfen. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt hier Crepe, ich mache jetzt das, mache das. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Geld verdient. Also für mich war das so in dem Radius sehr, sehr gut. Glaube ich, ja. Du warst doch sogar mal im Einkaufszentrum, wo du sogar dort manchmal gestreamt hast, wie du Crepes verkauft hast, oder? Ja, das war aber sogar noch tatsächlich vor dem Umzug. Das war in Hamburg. Ah. Das war noch, aber vor dem Umzug, da habe ich in diesem Länderfeldcenter gestanden. Das ist immer dieses, da bin ich immer, musst du um 10 Uhr aufmachen, um 20 Uhr zu. Ich muss aber um 9 Uhr losfahren, um 9 Uhr abends nach Hause. Das war mal dieses so. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, weißt du was? Nutze ich die Zeit und streame von hier. Safe. Da habe ich aber auch schon RP gemacht. Da war ich schon in Arma voll drin. Ah, okay. Und weißt du noch so, wie die Streams gelaufen sind? Haben da viele Leute reingeschaut bei diesen Einkaufs-Crap-Streams? Also ich möchte mich einmal ganz so selber dafür loben. Ja. Ich war der Erste, der von seiner Arbeit gestreamt hat auf Twitch, ne? Bevor es jetzt alle gemacht haben. Wirklich? Ja. So, ich war damals der Erste von seiner Arbeit gestreamt. Ende 2016, Anfang 2017 habe ich angefangen, von meiner Arbeit zu streamen. Jo. Also schon gar, ich war früher, er leckt mich alle. So. Und da habe ich angefangen, und das war, also das Crap-Streams, Alter Schwede, da waren teilweise 1000, 2000 Leute, wo ich dachte, what the fuck, ich drehe hier Crap. Was wollt ihr von mir? Das war so mein erster, ich nenne es mal Anführungsstrichen, Durchbruch. Ne? Aber natürlich, denn irgendwann wurde es natürlich weniger, weil natürlich auch mich dann wieder von diesem Schaust du ein bisschen nicht distanziert haben, aber wir haben uns ein bisschen zurückgezogen. Dadurch wurde es dann halt weniger und dann war es halt einfach nur noch RP. Ah, okay. Boah, krass, 1000 bis 200 Zuschauer und das ist schon eine ordentliche Menge. Und sind da auch Leute dann vorbeigekommen, so, die wirklich nur vorbeigekommen sind durch den Stream? Ja, also ein paar Mal und auch hier auch einige Streamer, Jimpanse zum Beispiel oder so. Da sind ein paar einfach und gesagt, jo, komm mal vorbei, Crepe und so. Das war schon, also, das hat Ausmaße nachher eingenommen, dass tatsächlich Leute mich auf Gamescom, auch in den, ich war ja damals schon Twitch-Partner. Ja. Auch in der Twitch, du bist ein Typ von Crepe. Das ist ein Streamer. Es kam dann plötzlich ein Mr. More Game auf mich zu, es kam dann plötzlich so ein Early Boy auf mich zu, sagt, hier, ich kenne dich von Crepe. Ist okay. Also es war dann plötzlich so, ich war dann der Crepe-Mann. Damals, wo du noch bei der Bäckerei gearbeitet hast, wie war das so damals für dich dort? Also musstest du einige Überstunden dort machen oder gar nicht? Und wie war das auch so kopftechnisch für dich? Weil eigentlich wolltest du ja natürlich auch deiner Selbstständigkeit wie weiter vorangehen, aber währenddessen bist du auf der Arbeit. Wie war das so gedanklich für dich? Ich hab's gehasst. Dadurch, dass ich halt schon von klein auf an mit der Schauspielerei immer dieses Selbstständige hatte und immer dieses, du arbeitest für dich, du machst das Geld für dich, du, das, was du einnimmst, ist für dich, fiel es mir wahnsinnig schwer, plötzlich zu arbeiten, aber für andere. Mhm. Und ich habe es gehasst, morgens aufzustehen und ich war so froh. Also es war das Ding zwischen, ich habe es gehasst, aber ich muss es trotzdem tun. Also weißt du, ich habe es halt getan, ich habe halt meinen Job da gemacht, ich würde auch sagen, ich habe ihn gut gemacht. Aber ich habe es halt gehasst und sobald sich die erste Möglichkeit gegeben hat zu kündigen, ja, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, moin. Aber musstest du dort einige Überstunden machen oder haben die relativ darauf geachtet, dass deine Stunden so bei null waren?
ging. Also das Problem war halt, damals hatten wir halt eine, die war halt immer wieder, also wir hatten jemanden, der hat ein bisschen viel krank gemacht. Und dadurch, dass ich natürlich die wenigsten Stunden hatte, war ich natürlich nicht der, der eingesprungen ist. So. Okay. Und ich bin dann auch so jemand, ich kann dann schlecht Nein sagen. Es ging, es war immer schon aus, ja, du hast halt deine 80 Stunden, aber hast manchmal auch dann deine 100 oder 120 gearbeitet. Es ist nicht viel deine Arbeit, es ging auch nicht darum, dass das viel Arbeit war oder so. Und dass ich deswegen überanstrengt war, sondern einfach nur, ich hatte keinen Bock. Ich hatte keinen Bock, da jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, also sagen wir mal so, ich hätte lieber, oder ich stehe lieber 8 Stunden oder 10 Stunden irgendwo bei Crepe. Für mich. Ja. Anstatt 6 Stunden, was meine Stunden immer waren, beim Bäcker. Weil ich fing 14 Uhr, also ich habe meistens immer die Spätschicht gehabt, weil das wollte keiner machen. Und ich habe gesagt, okay, mich stört das nicht. Kann ich ausschlafen, geil. Von 14.15 Uhr bis 20.15 Uhr. Das waren immer so meine Stunden, bin nach Hause und am Abend nochmal gestreamt bis um 1. Jo, krass. Du hast ja damals auf YouTube so mit Nintendo angefangen. Soweit ich weiß, hast du dich gerade zum Beispiel von Heidi K. oder von dem Emiro inspirieren lassen, soweit ich weiß, oder? Erster Let's Player, den ich geguckt habe, war Emiro. Also generell erster YouTuber, ja. Okay, nice. Auf Twitch ist es in den meisten Fällen so, dass gewisse Games viel mehr angeschaut werden als andere Games oder andere Genres. Und wie ist es gerade zum Beispiel bei dir, so wenn du zum Beispiel jetzt Nintendo streams oder GTA streams, was kommt in deinen Augen besser bei den Zuschauern an? GTA. Und merkst, GTA? Okay. Also, das Ding ist, ich habe ja dann irgendwann, ich hatte ja auf Hitbox und Twitch damals schon eine gute Zuschauerschaft mit Nintendo gehabt. Ja. 200, 300 Leute, immer. War ja okay, ich kam damit zurecht und so. Spenden, alles cool. Also ich hatte teilweise Spenden, da habe ich mehr gehabt wie jetzt manchmal im Monat gefühlt. Das war der Wahnsinn. Lol. Das Problem für mich war aber irgendwann so, ja. Und das fahre ich immer noch die Schiene. Ich liebe Nintendo weiterhin und ich mache ja auch meistens immer noch trotzdem mit Johnny, Wollo, etc. Morgen zum Beispiel spiel Mario Party, endlich die neuen. Also die alten neuen online. Mhm. Aber ich habe mich dann irgendwann so in den Roleplay verliebt einfach. Diese Szene, dieses kreativ sein, dieses offen sein und so. Da habe ich mich drin verliebt und habe es dann gemacht und bin dann damals von meinen 300 Zuschauern auf teilweise 10 runter und habe das aber trotzdem durchgezogen, wo auch ein Wollo schon sagte, da bist du dumm oder so. Und ich sagte so, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Ne? Aber ich hatte diesen Traum und Wunsch immer zu sagen, okay, irgendwann werde ich von diesem Roleplay leben können. Und jetzt ist es so, keine Ahnung, ich habe meine Stammzuschauer, wenn ich Nintendo mache, habe ich 120. Wenn ich GTA mache, bin ich teilweise bei, kommt natürlich auch manchmal an, wer streamt noch so, ne? Aber bin ich auch mal zwischen 500 und 1000. Das ist wirklich unterschiedlich. Es kommt auch an, welchen Charakter ich spiele, in was für einer Storyline bin ich gerade mit dem jeweiligen Charakter. Ist es gerade ruhig, ist es gerade Action, ist gerade langweilig, wer streamt und so. Aber ganz klar GTA. GTA ist mein Main Game. Ja. Das bringt mir das Butter auf dem Brot. Aber trotzdem zwischendurch, wenn ich jetzt abends sage, hey, ich hab Bock nochmal Mario 64 zu spielen oder ey, lass nochmal Mario Party spielen oder ey, lass nochmal Smash spielen oder Mario Kart oder dann mache ich das, weil ich einfach sage, 1, 2, 3 Mal in der Woche kann ich mir das auch erlauben zu sagen, hey, Stream ist was anderes, aber ich muss schon drauf achten, das ist einfach so, wenn es dein Job wird, dann muss man auch manchmal sagen, nee Leute, ich kann heute nicht das spielen, was ich will. Ich muss heute GTA spielen. Gerade der Zuschauerunterschied ist ja anders krass bei dir. Und wie ist das so bei dir mit GTA RP? Wie gehst du so in einen Stream rein? Ich meine, gibt es da noch viel Kram, was du davor noch machen musst? Vielleicht mit dem Server? Oder denkst du dir irgendwie in der Story machen wir aus? Wie gehst du das so vor? Weil am besten ist es ja bei GTA RP, dass irgendwas passiert, oder? Das Gute für mich ist ja, das muss man einfach so hart sagen, dass ich das natürlich mit nicht besitze, aber halt mit das Projekt leite, habe ich natürlich einige Vorteile. So, wenn ich jetzt sage, also ich habe zum Beispiel, ich habe spiele aktiv, also ich habe vier Charaktere, ich spiele aber aktiv aktuell 3 und einer davon ist eine Admin-Char. So, und einmal einen Polizisten, einmal einen Bösen, so einen trotteligen Bösen. Eine Story vor, überlegen darfst du nicht, das ist zum Beispiel gegen die Serverregel. Du darfst jetzt nicht vor was planen, so ein Scripted-Ding machen, sondern du musst quasi wirklich auf die anderen reagieren, die da was passieren. Also es ist immer ein Zufall, ob was passiert oder nicht. Mit meinem Bösen muss ich halt gucken, dass ich dann was ausraube, dass ich dann irgendwie eine Story starte, eine Schießerei. Ne, das ist halt irgendwas passiert. Ja. Das liegt dann halt an mir. Beim Polizisten ist es anders. Ich spiele den Cop, wie gesagt, sind 400 Spiele drauf, irgendwas passiert immer. So, ich laufe dann rum, ich bin aktuell Leitung des SWATs, das heißt, ich kann also es ist wirklich, ich weiß, das klingt erst verrückt, aber du gehst da wirklich rein. Ich will mal erst für Leute, die vielleicht nicht wissen, oder auch vielleicht für dich mal erstmal vor, das vielleicht erklären. Du gehst rein in diese Welt, du spawnst und dann hast du viel zu tun. Du kannst entweder arbeiten bei einem Gewerbe, du kannst Restaurant, du kannst bei einer Werkstatt, also wirklich alles echte Spieler, keine NPCs. Restaurant, Werkstatt, Autohändler, Richter,
Anwalt, Polizist, oben Polizist, also im Norden Polizist oder Autobahnpolizist, dann Verbrecher. Du kannst in Gangs beitreten, Rockerclubs, du kannst Clubs leiten, also so Nachtclubs, Bars. Du kannst Farmen gehen, einfach ganz normal. Du kannst auf Events mitmachen, wo einfach Crash-Derbys sind. Du kannst Flugzeuge fliegen. Du kannst Taxifahrer werden, Busfahrer. Also du kannst halt wirklich alles machen. Und dadurch, dass halt diese ganzen Sachen aufeinandertreffen, entstehen immer lustige Geschichten. So, und mein Charakter ist halt die Leitung des SWATs. Also muss man wirklich Ausbildungen machen, die teilweise 4-5 Stunden gehen, um halt dahin zu kommen. Du bist es wirklich, du fängst an bei einem Polizist, bewerbst dich. Nach der Bewerbung hast du erstmal die Einleitung. Der musst du dich hocharbeiten. Rang 1, Rang 2, Rang 3. Dann kannst du in ein anderes Department gehen. Du musst die Ausbildung machen, ob es nur eine Einsatzleitung ist, ob es nur eine Leitstelle ist, etc. So, das ist halt wirklich, wird schon alles recht ernst genommen da. Krass. Und bei mir ist halt das SWAT. So, wir haben halt das Glück, dass wir eine Taskforce machen können. Das bedeutet, wir können Leute wegorten, die gesucht werden auf der Wanted-Liste. Dann suchen wir die und machen Zugriffe, kommen dann mit 6 bis 10 Mann an, umstellen die Personen, nehmen die mit, packen die in State Prison rein und so und packen die in den Knast und verhören die. Und dann wird die verprügelt manchmal, wenn sie sich nicht hört und so. Weil wir sind schon die. Also, da habe ich dann eher immer was zu tun bei Polizei. Immer. Weil du hast irgendwas, da wird ein Laden ausgeraubt, da wird das bei einer Geiselnahme passiert, eine Bank wird ausgeraubt, da ist eine Entführung, da ist ein Autounfall, da passiert immer was. Also, das ist das Gute. Und bei meinem Admin-Char bin ich das Gewerbeamt. Ich bin quasi dafür da, dass die Gewerbe, die ich eben aufgezählt habe, mit Auto, etc., dass die funktionieren. Dann bin ich halt auch der Ansprechpartner für die, ich nenne jetzt mal für die Obrigkeit, für die Administrative. Die kommt zu mir und ich sage, wir haben jeden Sonntag um 18 Uhr haben wir eine Besprechung, was das Projekt angeht. Da setzen wir alle zusammen und sagen, hey, das ist gerade dev-technisch los, das ist gerade das los, das ist gerade Gewerbe los, das ist gerade bei der Polizei los, das ist gerade... Und dann besprechen wir, gucken, was braucht die Community und sagen, okay, das. Und dann ist die Besprechung vorbei. Und dann setzen wir das um für die nächste Woche. Und so sieht quasi mein Alltag aus. Also ich kann... Die Leute wissen auch mittlerweile so, dadurch, dass ich halt mit... Ne, ich bin mittlerweile... Also dadurch, dass ich halt jetzt mal mit Eigentümer oder halt mit Leiter bin des Projekts, ist das halt so... Die Leute wissen, okay, bei mir ist halt immer was zu gucken, ob ich nur gerade Gewerbe spiele, das, ne? Und die sehen, okay, ja, gut, bei Kurt ist gerade, also Kurt ist mein anderer, dann ist gar nicht viel los, dann gucken wir erstmal da, okay, er spielt gerade Gewerbeamt, gehen wir da mal rüber, das will ich sehen. Und dadurch schwankt das auch immer so stark, dadurch, dass wir halt alle uns kennen und wirklich 400 Leute drauf sind, die alle streamen können, hast du halt viel, ich nenne es mal Konkurrenz, aber es ist keine Konkurrenz, sondern es ist ja Werbung fürs Projekt. Und dadurch, dass wir alle und alle vom Projekt profitieren, muss man einfach so hart sagen, ohne Unity wäre ich wahrscheinlich gar nicht in der Position jetzt. Und ohne Kaya wäre das Projekt wahrscheinlich in der Position. Kaya hat damals ja bei uns gespielt und dadurch ist es halt alles so groß geworden. Jo, ich weiß gar nicht, wie kam es damals zum Kontakt mit Kaya, Janar? Early Boy. Early Boy hatte damals, also ich kenne ja Early Boy nun schon ein bisschen, der war ja auch damals mit, der ist ja auch bei den Gaming Clerks gewesen und so. Ja. Und dadurch, und dann Early sagte so, ey, pass auf, Ricky, ihr habt doch das GTA-Projekt. Ich so, ja. Da waren wir gerade frisch gestartet, waren alle scheiße. Und er so, ja, ich habe hier Kaya Yana, der möchte gerne bei uns spielen. Und dann bin ich an dieser 18 Uhr, diese Admin-Sitzung. Ich sage, Jungs, ich habe ein Angebot gekriegt, dass Kaya Yana bei uns spielen will. Du verarschst uns doch. Ich sage, nee. Ich sage, der will bei uns spielen. Und alle so, fuck, das Projekt ist scheiße. Ich sage, ja, was sollen wir machen? Plötzlich, ich habe noch nie so schnell sich Devs drehen sehen, das aus wie der tasmanische Teufel. Bam, das fertig, 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 das fertig. Und dann kam Kaya was auf das Projekt und ich habe mir damals eigentlich gesagt, okay, ich will mich fernhalten. Ich wollte nicht auf dieses so, ich hänge mich an Kaya machen. Wir haben so ein bisschen auf ihn aufgepasst, das mussten wir einfach, weil wir nicht wussten, was mit ihm mitkommt. Im Sinne von Trolls, du musst natürlich mit Trolls hackern und so aufpassen. Ja. Ne? Und dann sind wir damals als Community Management, so heißt dieser Rang einfach, quasi Admin, mitgegangen und haben uns ein bisschen geguckt. Wir haben uns mit Charakteren bei ihm in der Nähe positioniert, nennen wir es mal so. Aber um zu gucken, dass bei ihm jetzt nicht irgendwie er weggetrollt wird, weggeschossen wird, weggefahren wird und so. Und ich hatte damals meinen Charakter, den lieben Erich, hallo, ne? Und das ist der Toxi-Chef, nicht? Yes. Und dann wollte er halt damals mit Ranjit Taxi fahren. Und dann habe ich ihn mit Early losgeschickt und habe gesagt, hier, viel Spaß euch beiden, ne? Und dann bin ich aber irgendwie damit reingerutscht. Und er hatte mich dann irgendwann angeschrieben mit, hey, das, was du machst, ist richtig geil. Lass uns das mal öfters zusammen machen. Und so kam der Kontakt entstanden. Und dann haben wir irgendwie A Way Out gespielt. Ich war letztens bei ihm auf einer Tour im Bremerhaven, hab mit ihm noch ein bisschen gequatscht und so. Es ist zwar weniger geworden, weil er natürlich auch kein GTA mehr spielt oder streamt mehr so viel. Das ist ein super netter Dude. Und so kam das halt zustande, dass er gesagt hat, okay, pass auf, Ricky, dich nehme ich kurz ein bisschen und die fittig ist. Das ist dann weniger geworden, weil einfach dann, er wollte sich weiterentwickeln und ich habe halt gesagt, nee, ich mag aber meine Bubble aktuell. Ne? Mhm. Ja, jetzt macht er sein Ding, wir machen unser Ding und ich habe durch ihn, dank ihm, das Glück gehabt, seit 2020 das jetzt hier machen zu dürfen.
generell so, was ich zum Beispiel jetzt bei dir auch sehe, gerade auf Twitch ist es ja wichtig, wenn es um dein Wachstum geht, vielleicht auch Connections zu haben oder generell kann man dadurch die Reichweite erhöhen. Wenn auch größere Leute irgendwas bitte unternehmen, weil dadurch sehen die halt mehr Leute dann oder wissen dann Bescheid, dass du halt als Streamer existierst. Was hattest du jetzt so für Streaming-Tipps oder vielleicht auch für YouTube-Tipps für Streamer oder YouTuber, die vielleicht auch mehr Zuschauer erreichen wollen? Oder wie hast du das erlebt, wie das jetzt bei dir wie immer größer wurde? Wie du schon sagtest, das ist leider so. Mhm. Du musst gesehen werden und du wärst als kleiner Streamer. Pass auf, wenn du ein Typ bist, der sagt, ich spiele jetzt Mario 64, Zelda 64 Rando den ganzen Tag. Ja. Dann wärst du nicht gesehen. Das ist leider so. Wenn du sagst, okay, ich möchte das beruflich machen, mhm, und du möchtest in deiner Sparte bleiben, ist das vollkommen okay, ne? Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache das weiter hobbymäßig und so und hab Glück irgendwann. Oder ich gehe das wirklich an und sage, ich mache das beruflich. Ich hatte das Glück, wie gesagt, dass halt so große Streamer wie Tai oder damals ein Storox oder ein Kaya, ich mit denen zusammen in diese Gruppe kam, dieses Roleplay, dass sie meinen Charakter mögen und ich mit Tai jetzt Tai wird irgendwann mein Trauzeuge sein, weil wir mittlerweile so gut befreundet sind. No. Und dadurch ist das entstanden gekommen. Und dadurch, dass ich halt so einen Tai bei mir hatte oder einen Kaya oder so, ist es bei mir halt gewachsen. Du wärst leider aktuell auf Twitch nur noch groß, wenn du jemanden hast, der größer ist. Es ist so. Du brauchst diese Connections, leider. Es ist niemand wird bei dir reinschauen, wenn du 5 Zuschauer hast und dabei Zelda spielst. Es ist einfach die Wahrheit. Es ist ja nicht mal böse gemeint. Ich wünschte, es wäre anders. Bei GTA oder bei RPs ist der Vorteil, da kannst du auch gesehen werden, wenn du keine Großen hast. Beziehungsweise nicht, wenn die direkt hosten. Weil, wenn du einen lustigen Charakter hast, den die Leute feiern, in-game, bei dem anderen Streamer, dann suchen die dich automatisch, weil die das sehen wollen. Das ist wieder, deswegen würde ich sagen, es ist mit RP auf jeden Fall einfacher, Anführungsstrichen groß zu werden, auf Twitch oder als mit was anderem. Auf YouTube, alter Schwede, da weiß ich ja selber nicht mehr, wie es funktioniert. Nee, da würde ich ganz einfach sagen, da ist Kontinuierlichkeit wichtig. Kontinuierlichkeit, Qualität, Sachen machen, die Leute sehen wollen. Ich habe die Shorts für mich entdeckt. Das ist auch ganz wichtig für Streams und für YouTube. Guckt, dass ihr TikTok und sowas belebt. Dass ihr da wenigstens kleine Sachen hochlässt. Oder auf TikTok, weil TikTok, ihr müsst mit der Zeit gehen. Man sagt immer so, oh, TikTok, diese Kinder. Nee, das habe ich auch gesagt. Aber ich lade da trotzdem fast täglich was hoch. Aber einfach nur, und das ist einfach, weil ich es beruflich sehen muss. Ich muss irgendwie gucken, dass das so viel Aufmerksamkeit auf meinem Twitch-Kanal liegt wie möglich. Deswegen YouTube Shorts, TikTok, das. Und ihr müsst einfach gucken, wo, auf welcher Plattform kann ich alles sein oder kann ich schnell berühmt werden, weil TikTok mal einen Hit zu landen mit irgendwas Witzigem ist einfacher, wie auf Twitch zuerst gesehen zu werden oder auf YouTube. Ja. Das heißt, breitet einfach die Flügel aus und bringt euren Content mit lustigen Clips überall hin. Das ist clever, safe. Aber ich denke noch, gerade wenn es auch um Twitch geht, was sicher ein Vorteil sein kann, ist, wenn man halt so eine YouTube-Community rüberbringt auf Twitch, das kann auch sehr helfen. Aber da muss man erstmal eine Community besitzen auf YouTube. Bei mir ist es auch nicht nur seitdem Twitch den Euro runtergemacht hat, seitdem das alles weniger kostet, ist auch scheiße geworden bei mir. Ich habe das Glück, dass ich halt sage, ich habe Management. Das Management sorgt dafür, dass ich halt die Verträge habe, wie zum Beispiel mit einem Shakes and Fidget oder mein Final Fantasy oder ein Raid Shadow Legends oder was weiß ich. So, und das ist halt das, was einen oben hält. Eine Sache, die als YouTuber oder generell als Streamer selbstständiger wichtig ist, ist, dass man mit Geld umgehen kann, würde ich mal behaupten. Und du hast vor 4 Jahren ein Video hochgeladen, wo im Titel steht, ich kann nicht mit Geld umgehen. Nee, kann ich auch immer noch nicht. Ich habe das Glück, dass jemanden habe, der meine Steuern macht. Angenommen, ich nehme jetzt 1.000 Euro ein. Dann sagt mir die Person, also meine Freundin, also meine Verlobte macht meine Buchhaltung. Ja. Und dann gehen wir zum Steuerberater und sagen, das habe ich eingenommen. Und er sagt mir, das packst du zurück. Lol, okay. Das gehört dem Staat. Das musst du bezahlen, weil ich muss Umsatzsteuer bezahlen, Gewerbesteuer bezahlen und Einkommensteuer bezahlen, weil ich halt ein gewisses Einnahmequelle habe. Du wirst ja auch mal hochgestuft und so. Du musst ja bist ja bis zu einem bestimmten Satz steuerfrei. Den habe ich schon lange nicht mehr. Und jetzt kommt auch noch, bei mir ist das aktuell so das Problem, Nachzahlung. Okay, die Krankenkasse will. Die Krankenkasse erhöht. Oh. Die Krankenkasse will eine Nachzahlung. Dann willst du das, dann willst du das, dann willst du das, dann willst du das. Deswegen, das ist das Problem, dass das sehen einige nicht. Wenn du selbstständig bist, ich muss die Krankenkasse selber bezahlen, jeden Monat. Ich muss jeden Monat Umsatzsteuer zurücklegen. Ich muss jeden Monat muss ich Einkommensteuer zurücklegen. Jeden Monat muss ich Gewerbesteuer zurücklegen. Dann kommt dazu die laufenden Kosten. Miete, Strom, Auto, Tanken, etc. Es ist halt wirklich nicht immer dieses rosige, oh, ich habe 10.000 Euro eingenommen, ich habe 1.000 Euro für mich. Sondern wenn du 1.000 Euro einnimmst, hast du mit Glück 500 Euro für dich. So, und davon musst du leben.
darf da, also 500 Euro für dich, von denen du dann anfängst, Miete zu bezahlen und so, ne? Also das ist das, was ich meine. Also das ist halt einfach nicht mehr dieses rosige, oh mein Gott, ich habe 10.000 Euro verdient. Nee, du hast vielleicht 3. Also ich höre da teilweise auch, wie viele Leute für Krankenkasse bezahlen müssen. Ja. Und dann denke ich mir auch öfter so, yo, da musst du echt einiges an Geld einnehmen, um das überhaupt bezahlen zu können. Und nebenbei kommen noch andere Kosten hinzu und dieser ganze Papierkram, diese ganze Übersicht zu behalten. Da ist es gut, Leute zu haben, die dir dabei helfen, aber diese Leute wollen ja auch noch bezahlt werden und dein Management bekommt ja auch noch Geld von dir. Gott sei Dank nicht. Das ist tatsächlich wie so ein YouTube-Ding. Die kriegen quasi ihre Prozentzahl von den jeweiligen Verträgen, die sie mir geben. Die sagen quasi hier als Beispiel über Shadow Legends, ne? Dann sage ich, okay, ich will das machen. Und dann kriegen die halt quasi von dem Product Placement Geld automatisch ihren Satz. Das ist schon mal das Gute. Aber am Ende kriegen die ja trotzdem Geld von dir. Ja, ja, aber ich muss es nicht so, das noch monatlich zurücklegen. So, das meine ich damit. Das ist halt das Gute. Ich muss jetzt nicht monatlich sagen, oh, 500 Euro kriegen noch die. Sondern das nehmen die sich automatisch. Das ist das Gute. Okay, das ist aber wie gesagt, entweder muss man sagen, okay, und da stand ich tatsächlich Anfang des Jahres jetzt vor dieser Entscheidung, geht man jetzt wieder zurück und man verdient weniger, muss man fairerweise sagen, weil umso weniger du denn verdienst und so, bist du bestimmt eine Steuerklasse, dann musst du das nicht zahlen, Oder gehen wir jetzt Angriff nach vorne? Ich bin denn so ein Angriff nach vorne Typ, weil dann will ich lieber mehr verdienen als weniger. Mhm. Es ist irgendwann, und das ist halt so, dass das, was unterschätzen sehr, sehr viele, gerade der jüngeren Leute, es ist sehr viel Belastung, weil du weißt nicht, was hat Twitch nächsten Monat vor? Ja. Hast du nächsten Monat noch Butter auf dem Brot? Und das ist manchmal, es macht mir immer noch Spaß, ich liebe es. Aber es ist nicht dieses einfache, oh ja, ich mache einen Stream an und dann habe ich bestimmt immer Bock. Nee, manchmal sitzt du auch abends da, weißt gar nicht, was du machen willst. Bist wirklich, und das muss man einfach fairerweise, du bist einfach am Ende teilweise. Weil du einfach, das ist einfach dieses Psychische. Du bist einfach dieses, okay, fuck. Ja, Subdrop war da. Scheiße, du hast diesen Monat nicht genug verdient. Wie machst du das? Ja. Das ist einfach so. Damit muss man rechnen. Deswegen kann ich immer nur sagen, mach das sehr gerne, aber ihr müsst auch mal die negativen Seiten kennen. Und die sind leider da. Generell so als Selbstständiger ist es ja auch wichtig, dass man seine Arbeit einigermaßen gut aufteilt. Und ich sehe auch bei dir, dass du manchmal 12 Stunden live bist, manchmal 12 Stunden plus, manchmal machst du auch 24 Stunden Streams, glaube ich. Und oder letztens habe ich Marathon, da ging 12 Tage durchgehen. Oh, 12 Tage durchgehend, was? Also ich hatte abends hatte ich den Twitch-Space Pokémon laufen lassen, weil ich geschlafen habe, 8 Stunden. Und ansonsten dann halt live. Den ganzen Tag live. 12 Tage lang durchgehend. Das ist krass. Ich hoffe, das hat sich irgendwie finanziell ausbezahlt. Ja. Immerhin. Also ich habe halt meinen Streamplan. Da überlege ich mir, ich sitze halt dann abends mit meiner, sag hier, ey, haben wir diese Woche was vor? Ja, da und da haben wir was vor. Okay, da machen wir frei. Wann hast du einen Kurs? Weil sie arbeitet regulär, das ist das Gute mittlerweile. Also sie hat ihre Ausbildung durch jetzt. Also das ist halt das Gute. Wir haben halt, deswegen ist es jetzt mittlerweile seit 2-3 Monaten nicht mehr so schlimm bei uns, weil wir halt 2 Einkommen jetzt haben. Vorher hatte ich halt nur 1 Einkommen. Sag ich so, ey, wann hast du denn deinen kurzen Tag oder wann hast du frei? Ja, dann und dann. Okay, dann mache ich da auch frei. Also ich mache jeden zweiten Sonntag frei und so. Ich gucke halt schon, dass wir so, man muss halt trotzdem privat leben irgendwie und also dann hat man einen Hut kriegen. Den gucke ich, okay, so alles klar, ja, jetzt mal einen 12-Stunden-Stream wieder machen oder so. Oder okay, nee, ich habe jetzt diese Woche viel frei gemacht in der Woche, dann mache ich dafür Samstag einen 12-Stunden-Stream. Also ich plane mir so ein bisschen ein, dass ich trotzdem viel da bin, weil du musst, das Internet ist schnelllebig, wenn du eine Woche nicht da bist, ist das Gefühl, als ob du in Real Life einen Monat weg bist. Es ist leider dafür, dass das Internet viel zu schnelllebig. Ja. Leute vergessen dich. Schnell. Das kann echt passieren. Also, wenn man nichts liefert, dann schauen halt die Leute andere Leute an und irgendwann kann es passieren, dass man ihn vergessen hat gerade. Ja, leider. Ich würde sonst noch zu der letzten Frage kommen, da ich sehe, dass wir schon ein bisschen länger... Alles gut, hau raus die letzte Frage, ich bin bereit. Yeah. Mich würde es auch so interessieren, bei dir jetzt so als Streamer, gerade auch bei deiner Größe, gibt es Streams bei dir, wo aber nichts reinkommt? Also keine Subs, keine neuen Follows, vielleicht auch keine Raids, keine Bits, war was so, sich alles so ein bisschen tot anfühlt bei deiner Größe noch? Kann das passieren oder nicht? Ja. Bei mir ist es halt so, wie gesagt, es kommt bei mir immer drauf an, wer streamt und wann ich starte. Ich habe halt meine Zeit, sodass die Leute wissen, okay, gegen 14, 15 Uhr ist Ricky da. Mhm. Aber es gibt auch mal Tage, da schaffe ich das nicht. Da bin ich halt abends da. Schaffe ich gegen 18 Uhr oder so. Und dann sind aber schon die anderen live. Und dadurch, dass halt alle auf dem gleichen Projekt spielen bei uns, sind die halt verteilt auf 6 Streams. Ja. Statt auf einem. Und klar gibt es Tage, habe ich vielleicht 1 Sub, vielleicht mal 0. Aber solche Tage gibt es. Und damit muss man rechnen. Es gibt immer Tage, und das ist halt Leben als Selbstständigen. Egal, ob du jetzt irgendwie Schauspielerei machst, auch da kann es mal regnen oder verdienst kein Geld. Ob du nun Gastronomie machst, das kann sein, dass kein Gast kommt. Mit sowas musst du rechnen. Und ich habe mittlerweile gelernt, mich davon nicht mehr runterziehen zu lassen, weil dafür mache ich halt diese Event-Streams, wie ich streame jetzt 12 Tage oder dieses Marathon, gib mir Geld, ich streame so lange, wie ihr wollt. Ja. Oder Never-Ending-Challenge oder
12 Stunden plus oder so. Dafür habe ich diese Events oder meine Product Placements. Dass ich sagen kann, okay, ich habe durch die Product Placements, durch Raid Shadow Legends, durch was weiß ich, habe ich einfach mein festes Einkommen, womit ich sagen kann, damit kann ich gerade so überlegen. Und was noch über Twitch reinkommt, ist dann cool. Es ist wirklich viel Werbung hier, Werbung da, ja. Spenden hier, da, das. Es ist wirklich sehr, sehr wenig geworden mit, oh, Subs halten mich hoch. Das ist gerade seit der Änderung, dass es 1 Euro billiger geworden ist, ja, nicht mehr so. Also Spenden kriege ich sowieso generell selten. Das ist bei mir eher mit den Subs und so, sage ich, okay. Klar, ist das hier demotivierend und so, gerade am Anfang, wo es dann so, wo ich noch alleine war und dann, wo wir doch zu zweit waren und in die Wohnung und dann das Auto und so, da war man doch schon wirklich mal so, oh, fuck my life, Alter. Aber jetzt mittlerweile, wo ich weiß, okay, sie hat ihr Einkommen und ich bin eigentlich auch immer, egal wie oft ich mich, das habe ich mittlerweile gelernt, egal wie oft ich mich aufrege oder auch traurig bin darüber oder eine Existenzkrise habe oder so, irgendwie hat es sich immer wieder eingependelt. Das ist doch schön. Das wird auch die nächsten Jahre hoffentlich so weitergehen. Ich hoffe es. Aber so, imagine, du planst jetzt so einen großen Stream, so 12-Stunden-Stream oder machst so eine Never-Ending-Challenge. Gab es schon Momente, wo diese großen Streams, wo du wirklich was Großes geplant hast, am Ende wie gefloppt sind? Oder gab es das noch nie wirklich? Noch nie wirklich. Ich habe immer Angst, auch wo ich den Marathon gestartet habe, ich dachte, was ist, wenn der gar nicht jetzt weitergeht? Was ist, wenn ich jetzt gar nicht, wenn ich in 2 Stunden wieder aufhöre oder so? Also welcher Marathon? Worum ging es dort? Das war dieses, also Marathon ist so, quasi konntest du quasi mit Subs und Spenden verlängern. Und dadurch ist halt diese 12 Tage entstanden. Ah. Und das ist so das Ding, wo ich mir denke, okay, also ich war wirklich so, oh fuck, was ist, wenn gar keiner spendet? Was ist, wenn ich gar nicht, ne? Und dann war plötzlich, ja, hier 12 Tage, viel Spaß. Ja, moin. Aber ja, Ricky, ich danke dir an dieser Stelle, dass du bei diesem Interview am Start warst. Es war sehr interessant. Ich danke dir. Es hat ja nun auch lange genug gedauert, dass wir uns mal zusammengesetzt haben. Ja, ich muss arbeiten, du musst halt auch arbeiten. Aber wir haben jetzt eine Zeit gefunden, wo wir das Ganze machen konnten. Und es hat mir sehr gefreut, dass du die Zeit dir genommen hast. Immer gerne. Ja. Yeah. Und ja, Leute, ich denke mal, an dieser Stelle werden wir dann auch dieses Video beenden. Wir bedanken uns auch bei euch fürs Zusehen. Also, ciao, Leute. Tschüss.